vielleicht eng zusammenrücken an die Ohrenspitzen. Ich zeige ein paar Bilder. Unter dem Motto Mühlacker entdecken, Bürgerinnen und Bürger zeigen ihre Stadt, fand am Freitagnachmittag eine Stadtführung auf dem zukünftigen Gartenschaugelände statt. Der erweiterte Uferbereich entlang der Enns, wo die Vorbereitungen für das Grünprojekt bereits in vollem Gange sind, sei von regionaler und ortsgeschichtlicher Bedeutung. Das erklärte Stadtführer Manfred Rapp, der für den geschichtlichen Teil der Führung zuständig war, den rund 50 interessierten Zuhörern. Die bedeutendste Mühle im vorletzten Jahrhundert, die stand eben hier, also an dieser Stelle. Und das Gelände hier war geprägt durch das Wörtle, das heißt eine Insel, umflossen von dem Mühlkanal. Also geprägt durch das Wirken der Mühle. Entlang des ehemaligen, seit langem zugeschütteten Mühlkanals ging es weiter in Richtung Enns. An die Stelle, an der früher der Mühlkanal in den Fluss mündete. Hier wurde beim Blick in die Vergangenheit unter anderem auch über die Flößerei auf der Enns gesprochen. So ein Floß von hier bis hier konnte über 200 Meter lang sein. Die Zuhörer folgten den Ausführungen des Hobbystadtführers interessiert und hatten teilweise sogar selbst Relikte aus der Vergangenheit Mühlackers mitgebracht. Da sieht man aber schön, wie das früher genutzt wurde. Und es ist halt ein schönes Zeitdokument. Mir gefällt das natürlich. Und hier eben Dürmens zu sehen, ja. Die finde ich besonders toll. Da ist das Enns-Vorland oder von der Dürmenser Seite aus sehr gebogen, die alte Enns-Brücke. Was in Anlehnung an den Flusslauf vergangener Tage nach Abschluss der Bauarbeiten entlang der Enns anders sein soll, auch über das Grünprojekt hinaus, das erläuterte Bürgermeister Winfried Abicht den Teilnehmern der Stadtführung. Herr Rapp hat auch eine der historischen Bilder gezeigt, wo Inseln in der Enns drin waren. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass die auf unterschiedlichen Aufnahmen unterschiedlich lagen, unterschiedlich groß und klein waren. Auch das soll die Enns zukünftig wieder können und dürfen. Also die gravierendsten Veränderungen werden sein, dass zum ersten Mal in der Geschichte von diesem Gebiet hier sozusagen eine Grünanlage geschaffen wird auf Dauer, die der gesamten Bevölkerung zugänglich wird. Wir hatten ja hier bislang alles Mögliche, von den Kleingärten bis zu industrieller Nutzung, die ja hier an dem Ort auch war. Und zukünftig wird das hier sozusagen die Naherholung sein, das grüne Zimmer sozusagen, das grüne Wohnzimmer der Stadt Mühlacker. Bis dieses grüne Wohnzimmer bezogen werden kann, muss hier allerdings noch viel verändert werden.